Hey Kinders, was geht bei euch ab? Storytime für euch. Ja, ich weiß. Du schneidest jetzt ja gar nicht. Voll langweilig. Ich sitze jetzt ganz woanders. Und zwar habe ich eine Lebenserfahrung für euch und Gameplay im Hintergrund, wo ich abgegangen bin, wie immer halt. Kennt ihr ja. Ich weiß nicht, warum ich das Headset auf habe. Ich bräuchte es eigentlich nicht, aber es gibt mir Halt und Sicherheit. Für das nächste Knife-Giveaway habe ich auf Skin Baron so wie immer ein Knife besorgt. Beziehungsweise hat mir Skin Baron ein Knife besorgt. Na, auf jeden Fall dachte ich mir, hey komm. Diese Rust-Code-Sache kam mir gut an. Ich hole einfach wieder ein Rust-Code-Knife und noch eine Rust-Code-Schrotflinte, weil dann hat man so eine Kollektion, ne? Sexy und sowas. Dann habe ich beides in den Warenkorb gemacht. Also die Bestellung läuft ganz normal ab, so wie bei jedem halt auch. Ich gehe in meinen Steam-Account. Beide Skins waren so wie gewohnt nach maximal einer Minute eher ein bisschen weniger oder eher schneller da. Die Schrotflinte war unten, das Knife war oben. Ich arbeite mich von unten nach oben, also Schrotflinte angenommen. Und in dem Moment, wo ich die Schrotflinte annehme, wird das Knife blip, grau. Es stand dabei, der Trade ist nicht mehr verfügbar. Den, what the fuck. Und dann dachte ich mir, nun ja, wird irgendein Fehler aufgetreten sein, ist ja nicht tragisch. Ich kann einfach in Skin Baron rein auf Käufe und dann halt wieder den Kauf oder den Trade neu starten. Dann wird der Bot angefragt, dann ist der Bot irgendwann bereit und schickt dir den Trade auf ein neues. Ich mach das und es kommt gar nichts an. Ich denke nur, shit, ich teste es morgen nochmal. Also gepennt, am nächsten Tag an PC wieder getestet, geht immer noch nicht. Ich habe es dann 3, 4, 5 Mal hintereinander getestet, es geht immer noch nicht. Dann habe ich den Support kontaktiert und habe erstmal ganz genau überlegt, also bevor ich oder während ich geschrieben habe, dachte ich mir so, was könnte ich falsch gemacht haben? Also habe ich vielleicht in einem Stream oder sowas mein Inventory auf privat gestellt? Habe ich irgendwas gemacht, weswegen mein, ihr wisst schon, Mobile Authentifikator vielleicht erneuert wurde auf ein neues Handy oder sonst was? Aber nein, das konnte ich alles direkt verneinen. Und als diese offensichtlichen Gründe schon weg waren, dachte ich sofort, okay gut, dann muss es ein Fehler bei Skin Baron sein, ne? Passiert ja jedem Mal, der Bot geht nicht oder sonst was. Hab eben den Support angeschrieben und hab meinen Fall beschrieben. Und dann hieß es, ah, okay, alles klar. Probier es nochmal. Wir werden später auch die Bots neu starten. Das dauert dann eine Stunde und dann muss es auf jeden Fall gehen. Und ich dachte mir, wie immer, geiler Support. Boom. Ja, dann probiere ich nach diesem Neustart den Trade und es geht immer noch nicht. Und ich denke mir nur, heide nein, was ist denn da los? Dann habe ich halt geschrieben, hey, es geht irgendwie immer noch nicht. Ich probiere es noch ein bisschen. Ich habe jetzt die letzte Stunde, habe ich 6 Mal probiert, aber irgendwie will es nicht hinhauen. Und dann wurde mir geschrieben, das ist echt merkwürdig, es muss gehen. Also von unserer Seite aus steht dem nichts im Wege. Und anstatt dann direkt nochmal drüber nachzudenken, dass es wahrscheinlich an mir liegt, habe ich trotzdem erstmal ein Support-Ticket wieder eröffnet und habe dann eben einen sehr langen Text geschrieben. Natürlich ultra freundlich, dass es auch nicht pressiert und dass ich nur eben versuche, auch zu überlegen, woran es liegen könnte. Und ich habe erstmal an 2, 3 Theorien gearbeitet, was auf ihrer Seite schiefgelaufen sein könnte. Ihr wisst ja, dass ich Informatiker bin und da dann halt auch eine gewisse Ahnung möglicherweise habe. Also vielleicht, je nachdem, wie dieses Thema arbeitet, man kann sowas so ein bisschen abschätzen und pipapo. Und habe halt verschiedene Lösungsvorschläge gegeben. Und hab dann immer noch im gleichen Text, man kann irgendwie 1000 Zeichen schreiben und ich hatte schon über 900 geschrieben. Und da wollte ich noch ganz kurz anmerken, wie es genau bei mir ablief, als ich den Trade angenommen habe. Weil ich darauf hinaus wollte, dass möglicherweise ihr Bot bzw. das System die Transaktion sieht, dass die Schrotflinte schon angenommen wurde und dann direkt einen Fehler erkennt, weil er sich sagt, derjenige will einen neuen Trade, aber die Sache ist schon da. Und er kommt gar nicht bis zur Überprüfung des Knives. Und als ich das beschrieben hatte, ich habe nämlich genau geschrieben, beide Trades kamen an, ich drücke auf die Schrotflinte auf Annehmen und auf einmal graut sich das Knife aus. Und dann ist es mir wie Kacke vor den Augen runtergerieselt. Mein Steam-Account ist voll. Ich gehe rein und sehe 999 Items. Ich mache CSGO auf, lösche eine Kiste, fordere den Trade an, er ist da. Ich habe dann natürlich instant Skin Baron angeschrieben, habe gesagt, Leute, sorry, es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung, es lag natürlich an mir. Und habe dann halt noch beschrieben, was es für ein Fehler war, damit sie auch in Zukunft vielleicht damit arbeiten können. Ich habe angemerkt, dass es wahrscheinlich ein Fehler ist, der extrem selten ist, der möglicherweise sogar, das habe ich dann nur für mich selbst gedacht, bei ihnen, also in Bezug auf Skin Baron und ihre Kunden, noch nie aufgetreten ist, weil es wahrscheinlich so gut wie niemanden gibt, der einen vollen Steam-Account hat und der bei ihnen einkauft. Es gibt sicherlich viele mit vollem Steam-Account, aber eben in diesem Zusammenhang bin ich möglicherweise sogar der Erste, bei dem es passiert ist. Und natürlich hat man damit nicht gerechnet, also von Skin Baron Seiten aus. Hab mich wie gesagt entschuldigt und beschrieben, woran es lag. Ja, was lernt man daraus? Sucht den Fehler gerade im Zusammenhang mit sowas immer erstmal bei euch. Ich weiß, dass viele diese Grundeinstellung haben, die Seiten sind alle rigged und oh mein Gott, wo ist das hin, was ich gekauft habe? Solche Fälle gab es schon, wo ich angeschrieben wurde und es hieß, hey, ich bin über dich auf Skin Baron gekommen, hab da was gekauft oder was verkauft und irgendwie geht da gerade was nicht. Ich verstehe, dass ihr mich dann deswegen anschreibt, weil ich euch ja dahin vermittelt habe. Ist vollkommen in Ordnung. Und ungefähr 90 oder 95% dieser Texte, die ich bekomme, sind immer mit diesem Unterton geschrieben, die ficken mich. Oh Gott! Rick! Und bei diesen Fällen, wo ich nachgefragt wurde, was lief, lagen die Fehler immer zu 100% beim User. Und selbst wenn es nur der Fehler des Users ist, dass er erwartet, dass nach 5 Sekunden schon ein Trade kommt und wenn er nicht kommt, er mich direkt anschreibt. Oft haben schon so Sachen gereicht wie, warte doch einfach mal noch eine Minute, vielleicht ist er dann da und dann, ah ja, er ist schon da, alles gut, ciao, ciao. Aber im Vorfeld, scheiße, die sind komplett rigged,
Ich kann verstehen, dass es Seiten gibt, die wirklich rigged sind. Und dass vielleicht auch einige von euch schon abgezogen wurden. Ich weiß es ja sogar, dass viele schon gescannt wurden. Nicht nur von Seiten, sondern eben auch einfach von Usern. Deswegen sollte man natürlich auch immer vorsichtig sein bei solchen Seiten. Gerade wenn man die Seite noch nicht kennt. Als ich damals mit Skin Baron in Kontakt kam, habe ich direkt meinen zweiten Account genommen und mich dort angemeldet. Ich würde mich generell niemals mit meinem Main-Account, wo die ganzen Knives und der ganze Schotter drauf sind, damit würde ich mich niemals irgendwo anmelden. Mittlerweile sind zwar auch auf dem zweiten Account einige Knives und auch zwei paar Handschuhe und so Schotter, aber nichtsdestotrotz habe ich mich damit angemeldet. Einfach weil man von vornherein natürlich vorsichtig sein sollte, ganz klar. Ich hatte bei Skin Baron zweimal Probleme. Das war jetzt eines davon und ganz am Anfang hatte ich auch eins. Da habe ich auch für euch einen Skin gekauft, der allererste Skin, glaube ich sogar. Und ich habe damals direkt den Support angeschrieben. Und gesagt, hey, der Trade funktioniert nicht. Und dann schreibt mir Skin Baron zurück, ja, der geht nicht, weil dein Steam-Account eine Trade-Sperre hat. Da hatte ich den Steam-Account ganz frisch und habe gerade ganz frisch diesen Authentifikator eingerichtet. Ich habe einfach direkt ein Ticket geschrieben, anstatt erstmal zu gucken, ob es nicht an mir liegt. Was das Ticket erübrigt, ne? Wenn ich sehe, oh, ich habe eine Trade-Sperre, dann würde ich maximal Skin Baron schreiben, hey Leute, sorry für die Störung. Ich habe bei mir aus eigenem Verschiss noch eine Trade-Sperre. Also werde ich in 14 Tagen diesen Handel einfach aufs Neue aktivieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Aber nein, ich schreibe, hey, irgendwas geht nicht. Zu meiner Verteidigung, ich habe es natürlich sehr höflich geschrieben und bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass es rigged ist, sondern nur, dass da halt ein Fehler vorliegt. Und ich kannte mich noch nicht aus mit diesen blöden Authentifikator-Geschichten und sowas. Ich wusste das nicht, dass man da eine Trade-Sperre hat. Hätte ich aber nachlesen können. Nichtsdestotrotz sollte man immer erstmal nachdenken und vor allem den Fehler bei sich suchen. Was nicht heißen soll, dass ihr als geduckte Maus überall rumlauft durchs Leben und, ah, ich bin an allem schuld. Aber bei vielen Dingen, gerade im Internet, ist der User schuld. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ne, dass ich Informatiker bin und da lernt man schon im Studium, dass das Schlimmste, was der Software passieren kann, der User ist, der sie benutzt, weil die Leute fast immer Fehler machen. Und gerade in solchen Bereichen sollte man davon ausgehen, dass man selbst den Fehler macht. Und erst wenn man sich sicher ist, dass der Fehler nicht bei einem selbst liegt, dann sollte man den Support anschreiben. Es gibt ja auch nicht viel, was man falsch machen kann. Ja, es gibt eben die Trade-Sperre, die man möglicherweise haben könnte. Man könnte vielleicht, was euch oft passiert, wenn ihr von mir Skins wollt, man könnte vielleicht seinen Steam-Account auf privat haben oder zumindest das Inventar auf privat. Das ist extrem oft. Skin-Gewinner schreiben mich an, hier ist mein Trade-Link, ich freue mich schon. Ich schicke dir einen Skin. Tü-tüm. Es geht nicht. Das ist wirklich sehr oft. Leute wollen Skins, die sie gewonnen haben, haben aber ihr Profil oder ihr Inventory auf privat. Ist natürlich nicht schlimm, sowas vergisst man. Verständlich. Trotzdem sollte man, wenn man einen Skin erwartet, also jetzt bei einer Skin-Seite was gekauft hat oder getradet hat oder bei mir einen Skin gewinnt, dann sollte man vielleicht gucken, dass man auch bereit ist dafür. Nehmt es als Lehre mit, ich habe heute auch wieder was gelernt. Was aber nicht heißen soll, dass Skin Baron nicht auch mal einen Fehler machen kann. Natürlich kann das passieren. Aber meistens hat es sich dann, dass man den Trade einfach neu anfragt und gut ist. Viele von euch wissen ja wahrscheinlich noch von dem Anfangsvideo, das ich über Skin Baron gemacht habe, dass das Geld und die Skins über ein Treuhandsystem laufen. Das heißt, wenn ihr da was kauft, dann wird euer Geld erstmal abgelegt und der Skin auch. Separat. Und die Sachen werden generell erst verschickt an den Nächsten, wenn sie beide einlagern im Treuhandsystem. Das heißt, es gibt nicht diesen Fall, dass jemand einen Skin verkauft und am Schluss mit Geld und Skin dasteht. Das geht nicht. Ist echt eine geile Sache auf jeden Fall. Ich denke, das haben nicht viele, so ein System. Viele machen halt direkt. Und wenn dann ein Fehler vorliegt, hat vielleicht einer beides. Ein gut geschriebenes und sehr durchdachtes System ist viel, viel, viel fehlerunanfälliger als ein Mensch. Ein Mensch ist ein Sauhaufen im Vergleich zu einem guten System. Und behaltet das im Hinterkopf. Und lasst euch aber gleichzeitig, um Himmels Willen, nicht mit Kackseiten ein. Ja? Wo man irgendwelche Skins kostenlos gewinnen kann, dann heißt, sie müssen noch $5 einzahlen. Damit sie die Skins auch bekommen. Macht sowas nur, wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr 5 Euro verschwenden könnt. Ja. Informiert euch im Vorfeld. Was glaubt ihr, wie ich gelesen habe, als mich Skin Baron angeschrieben hat? Dieses Angebot von ihnen klang so unglaublich gut, dass ich dachte, das ist nicht echt. Und dann lese ich rum und. Dann habe ich mich informiert. Man kann sich über alles Mögliche informieren. Gerade bei schlechten Seiten findet man extrem schnell auch dieses negative Feedback dazu. Nächster Punkt auf der Liste. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Aktivität. Herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer, die über das Giveaway hier reingetrudelt sind, die sich vielleicht dafür schon entschieden haben zu bleiben oder die eben auch nur bis zum Ende des Giveaways da sind und sich dann entscheiden, je nachdem. Schön, dass ihr da seid. Das Giveaway soll genauso funktionieren. Vielen Dank auch an euch für die ganzen Daumen nach oben. Die Videos sind wieder richtig am Hasseln, gerade eben bei diesen Punkt-Punkt-Punkt macht Spaß Videos. Gefällt es mir extrem, weil ich da wirklich sehr viel Zeit reinstecke. Allein durch die letzten zwei Projekte habe ich meine Bibliothek an Videos, an Einspielern, an Clips und auch an Soundeffekten wieder um ein ordentliches Stück erweitert. Deswegen dauert es auch so lang. Manchmal denke ich mir, Moment mal,
an der Stelle wird jetzt XY saugut passen, aber ich hab's gar nicht. Da muss ich erstmal gucken und das finden. Und ihr wisst, viele Effekte haben keinen richtigen Namen. Da musst du dann erstmal wirklich ordentlich rumsuchen, bis du das Richtige hast. Naja, vielen Dank dafür. Auch die Aufrufe natürlich sind um einiges gestiegen, logischerweise durch das Giveaway. Es fühlt sich einfach gut an, wenn du als Creator Arbeit leistest, egal ob die jetzt gut oder schlecht ist. Und es wird begutachtet und auch bewertet von Menschen. Das ist schön. Es ist einfach schön, das zu sehen, wenn die Videos 50 Kommentare haben und dann halt 100, nachdem ich sie kommentiert habe, eure Kommentare. Na? Oder sogar 100 plus. Ich werde die Giveaways jetzt feste in unseren Uploadplan einbauen. Das heißt, wenn das eine um ist, kommt das nächste. Um euch weiterhin zu beschenken, aber auch natürlich um das Wachstum zu haben. War jetzt nicht so ultra krass mit Effekten, ich weiß, aber da es auf dem Kanal so oder so auch Podcasts und so weiter geben wird, gibt es halt nicht immer diese Videos, ja, sondern auch mal so ein Video. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.